So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute hier sehr herzlich zu der 36. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das ist heute eine öffentliche Anhörung und wir haben diese öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines 9. Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes mit der Drucksache 19/6334. Und zu unserer Anhörung darf ich alle Gäste ganz herzlich begrüßen und besonders natürlich auch die Sachverständigen, die sich heute auf den Weg hierher zu uns gemacht haben. Das ist einmal Herr Professor Michael Brenner von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Herr Dr. Malte Engeler vom Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht, den sehe ich wo? Ach ja, genau, hier. Dann Herrn Patrick Kaiser vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Herrn Thomas Kiel vom Deutschen Städtetag, Herrn Wolfgang Lang vom Vitronic Bildverarbeitungssysteme, Herr Michael Müller-Grünert vom Verkehrsclub Deutschland, VCD, und Herrn Dr. Marco Schepe vom ADAC. Ich möchte den Sachverständigen, die heute hier auch eine Stellungnahme abgegeben haben, im Voraus abgegeben haben, sehr, sehr herzlich dafür danken. Und diese wurde als Ausschussdrucksache 19/15/188 verteilt und die liegen heute hier auch aus und sind ebenfalls auch im Internet abrufbar. Wir haben uns darauf verständigt, dass die Anhörung nach vollem Verfahren ablaufen soll. Wir haben uns darauf verständigt, dass Sie ja die Möglichkeit hatten, ein Statement auch schriftlich zu verfassen, dass wir darauf verzichten. Und in jeder Fragerunde können dann die Ausschussmitglieder, die sich hier zu Wort melden, mit bis zu zwei Fragen stellen. Und die Fragesteller können außerdem in einer Fragerunde höchstens zwei Sachverständige befragen, also zweimal zwei. Und aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses, den wir hier einmal gefasst haben, bitte ich die Antragsteller und die Fragesteller, sich auf eine Redezeit von 3 Minuten zu beschränken. Als Hilfestellung werden Sie da die Uhr sehen. Die abgelaufene Zeit wird dann hier angezeigt. Die Sachverständigen bitte ich, sich auf eine Redezeit von 5 Minuten pro Frage zu beschränken. Wichtig ist ja, dass wir möglichst viele Fragen heute hier auch beantworten können. Und anschließend folgt dann eben der nächste Fragesteller. Wir gehen heute von einem Zeitraum von ungefähr 1,5 Stunden aus, also bis etwa 13 Uhr. Und es sind 2 Frage- und 2 Antwortrunden geplant. Von der öffentlichen Anhörung werden wir wie üblich auch bei allen öffentlichen Anhörungen ein Wortprotokoll erstellen. Auch das ist dann für alle Interessierten im Internet abrufbar. Und diese Anhörung wird zudem im Parlamentsfernsehen übertragen auf Kanal 2, zeitversetzt ab 21.30 Uhr, ist diese dann im Internet auch abrufbar. Und jetzt beginnen wir mit der ersten Fragerunde. Die Fragerunde beginnt die CDU-CSU. Und Herr Storr-Johann, Sie haben bitte das Wort. Ja, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank für die Einführung. Ich schließe mich Ihren dankenden Worten gerne an die Sachverständigen, dass Sie hier zur Verfügung stehen. Ich habe 3 Fragen an 2 Sachverständige. Ich beginne mit dem Herrn Kaiser vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Wie bewertet das Kfz-Gewerbe den Entwurf eines 9. Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes unter tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten? Das wäre für Sie. Herr Storr-Johann, eine kurze Unterbrechung. Wir hatten uns auf 2 Fragen pro Fragerunde verständigt in der letzten Obleuterunde. Eben hatte ich gesagt 4. Nee, ich 2. Hab nicht dagegen. Ja, ich hab nicht, also okay. Eine Frage pro Sachverständiger. Also wir haben 2 Fragen insgesamt pro Fragerunde und Sie können maximal diese 2 Fragen natürlich an 2 verschiedene Sachverständige stellen. Genau. Okay, so hatte ich das auch ursprünglich gedacht. Okay. Dann haben Sie mich mit Ihren okay, dann fangen wir nochmal an. Dann fangen wir nochmal an. Nee, ich bleibe ja dabei. Ich habe eine Frage an den Herrn Sachverständigen und ich habe jetzt eine Frage dann noch an den ADAC, Dr. Schäpe. Ja, ist richtig soweit? Ja. Also hält der ADAC das vorgeschlagene Verfahren zur Überwachung von Dieselfahrtverboten für praktikabel? So, vielen Dank. Als nächstes ist der Kollege Dr. Spaniel hat das Wort. Ja, die vollständige automatisierte Erhebung der Fahrzeugdaten zum bestimmten Zweck gibt es ja bereits bei der Lkw-Maut. Und aufgrund der fachlichen Stellungnahmen scheint das jetzt auch Grundgesetz und datenschutzkonform zu sein. Wir haben aber trotzdem noch einige Fragen. Und da würde mich jetzt auch mal interessieren, gerade der Herr Kiel vom Städtetag.
In der Stellungnahme des Deutschen Städtetages wurde besonders darauf hingewiesen, dass das Gesetz in der vorliegenden Form den Eindruck erweckt, dass eine elektronische Kontrolle der Fahrverbote auf diese Weise kostengünstig möglich, aber das sei nicht zutreffend, das sagen Sie. Was müsste denn aus Ihrer Sicht dennoch Voraussetzungen erfüllt werden, damit diese elektronische Kontrolle möglich wäre? Und was wäre das für ein organisatorischer und finanzieller Aufwand? Und die zweite Frage geht an den Herrn vom ADAC, den Herrn Dr. Schäpe. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme die Frage der Verhältnismäßigkeit aufgeworfen und ausgeführt, dass es auch hier bei der Ahndung von Verstößen gegen das Fahrverbot um eine relativ geringe Ordnungswidrigkeit handelt, die jedenfalls nicht zu schwerwiegenden Verkehrsverfehlungen zu zählen wäre und deshalb einen Eintrag in das Fahreintragungsregister zur Folge hätten. Können Sie Ihre dahingehend Bedenken zur Rechtmäßigkeit des Kennzeichenscannings bitte noch ein bisschen ausführen? Weil das ist ja doch etwas anderes als die anderen Stellungnahmen. Vielen Dank, Frau Lühmann, bitte. Ach so, Herr Klare. Dann Herr Klare. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich habe meine erste Frage geht an Herrn Lang. Ihr Unternehmen, Herr Lang, hat repräsentativ für viele andere Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, ein System entwickelt, das transportabel ist, also keine ständige Überwachung notwendig macht, sondern eine stichprobenartige. Ich würde Sie bitten, die Vorgehensweise dieses Geräts, das im Übrigen jetzt mit anderem Zweck in Bayern schon im Einsatz ist, also nicht um jetzt Fahrverbote zu kontrollieren, sondern andere Dinge zu kontrollieren, wie das vonstatten geht in den einzelnen Schritten der Erfassung und wann welche Datensätze entstehen, wann Datensätze gelöscht werden etc., damit wir da mal ein Bild haben. Und meine zweite Frage geht dann an Herrn Kiel, der in seiner Stellungnahme des Deutschen Städtetages, wie übrigens alle anderen auch, darauf hingewiesen haben, dass es das Übermaßverbot gibt und damit auch das Thema der Verhältnismäßigkeit. Also in der Stellungnahme der Uni Jena steht ja drin, man darf nicht ins Blaue hinein einfach kontrollieren. Und ob Sie denn, Herr Kiel, dann einverstanden sind, wenn Sie diese technische Erläuterung gerade gehört haben, mit einem solchen System eventuell umzugehen. Vielen Dank, Herr Klage. Oliver Luksic, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an alle Experten. Ich teile die rechtliche Auffassung meiner Vorredner ausdrücklich nicht. Das ist ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung und meines Erachtens ist die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes hier auch relativ klar zu interpretieren. Wenn wir über Verhältnismäßigkeit reden, dann muss man doch sehen, dass es hier um eine Ordnungswidrigkeit angeht bei streckenbezogenen Fahrzeugen von 20 Euro. Und dafür ein solches System zu installieren, das halte ich für äußerst fragwürdig. Deswegen gehen meine Fragen beide an Herrn Kiel. Zum einen, was die Verhältnismäßigkeit angeht, ob die seiner Meinung nach hier gegeben ist, vor allem im Hinblick auf die Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Und zum Zweiten möchte ich nochmal die ganz praktischen Aspekte abheben. Ich glaube, was man in Stellungnahmen sieht, ist ja, dass zum einen massive Kosten entstehen, nicht nur was die Geräteanschaffung angeht, sondern später den am Ende des Tages auch notwendigen manuellen Abgleich. Und da gibt es, glaube ich, eine Reihe an Unterpunkten, die in dem bisherigen Gesetzgebungsverfahren nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Also zum einen die Frage, wie wird das abgeglichen mit den zahlreichen Ausnahmen, die ja kommunal gegeben werden. Und es können ja bis zu 10% der Fahrzeughalter davon betroffen sein. Dafür haben wir jeweils unterschiedliche Ausnahmen in den unterschiedlichen Kommunen, in denen es Fahrverboten gibt. Zum Zweiten, wie soll es funktionieren mit den ausländischen Kennzeichen, die in dem Abgleich mit dem nationalen Register gar nicht möglich sein können. Insofern würde mich doch praktisch interessieren, wie auch das personell abgebildet werden soll in den Kommunen, die das ja am Schluss ausführen müssen. Da wird meines Erachtens ein riesiger bürokratischer Aufwand entstehen, der bei einer solchen Ordnungswidrigkeit in absolut keinem Verhältnis steht. Deswegen meine ersten beiden Fragen an den Vertreter des Deutschen Städtetages. Vielen Dank, Oliver Luksic. Als nächster hat Thomas Lutz das Wort. Ja, es ist schon auch von meiner Seite erstmal vielen Dank. Auch die Stellungnahmen, die im Vorfeld gekommen sind. Und man muss schon, es bleibt dann quasi als Parlamentarier nichts anderes übrig, als sich den Ausführungen von Herrn Luksic anzufolgen, weil das, was hier offensichtlich geplant ist,
äußert sich mehr oder weniger in Ratlosigkeit und in Kopfschütteln. Ich habe dann trotzdem zwei Fragen an den Herrn Engler und möchte da gerade die datenschutzrechtliche Frage mal aufwerfen. Steht der Eingriff in das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung bei diesem Vorhaben in einem erträglichen Verhältnis zum erkennbaren Zweck des Eingriffs, auch mit Blick auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts? Und zweitens, unter anderem in der Stellungnahme des ADAC ist ja schon Zweifel an der Erforderlichkeit und der Geeignetheit laut geworden. Da schließt sich nun die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne ab. Ich glaube, gute Gesetze und gute Verordnungen, gute Rechtsprechung zeichnen sich für meine Begriffe dadurch aus, dass wir eine Akzeptanz hinkriegen in der Bevölkerung, weil klimapolitisch ist das eine wichtige Frage, die wir zu klären haben. Aber auf der anderen Seite steht eben, wie gesagt, die Akzeptanzfrage und da spielt für meine Begriffe die datenschutzrechtlichen Fragen auch eine zunehmend wichtige Rolle, gerade hier im Deutschen Bundestag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Lutze. Und als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, der Kollege Gelbhaar, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von meiner Seite aus erstmal danke für die vielen vorab eingereichten schriftlichen Stellungnahmen. Das hat man dann als Bild schon gut werten können. Auch ich möchte mich hier explizit anschließen den Ausführungen von Herrn Lutze und Herrn Luksic, was die Problematik Datenschutz angeht. Möchte dann, weil da die Fragen schon sehr vielfältig gestellt sind, das nicht nochmal fragen. Ich glaube, da sind Sie ausreichend versorgt in dieser Richtung. Sondern ich möchte insbesondere Herrn Müller-Görnert vom VCD zum Kriterium der Erforderlichkeit befragen. Erforderlichkeit sagt ja, muss gucken, welche Mittel gibt es, um ein solches Fahrverbot zu kontrollieren, einzuhalten, dann in Stellung zu bringen. Und da ist ja immer die Frage, gibt es andere Mittel, die vielleicht genauso wirken, die vielleicht sogar besser wirken, die vielleicht praktikabler, leichter oder wie auch immer sind. Und deswegen will ich hier explizit auch nochmal fragen, aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer Sicht, was spricht denn für oder gegen zum Beispiel die Einführung der blauen Plakette? Könnte das nicht ein besseres Mittel sein, um eben solche Fahrverbote dann umzusetzen? Und wie müsste man so eine blaue Plakette dann ausgestalten? Und in dem Kontext auch nochmal gefragt, die Erfahrungen rund um die grüne Plakette, was haben die bei Einführung, welche Auswirkungen haben die gehabt, um quasi wirklich diesen Punkt der Erforderlichkeit einmal auszuleuchten im Vergleich zu den vorgeschlagenen Mitteln, die uns hier dieser Gesetzentwurf der Bundesregierung nahebringt. Vielen Dank, Herr Gelbhaar. Jetzt kommen wir zur Beantwortung der Fragen der Sachverständigen. Als Ersten gebe ich Herrn Kiel das Wort. Ja, guten Morgen, Frau stellvertretende Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin und gerne auf die entsprechenden Fragen eingehen möchte. Zunächst mal war die Frage an mich gerichtet von Herrn MdB Dr. Spaniel, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit das Verfahren, so wie es beschrieben ist, also Datenabgleich, tatsächlich funktionieren kann. Sie haben gesehen, in meiner Stellungnahme bin ich tatsächlich sehr darauf eingegangen, auf die Fragestellung, ob Datenabgleich alles ist. Und ich will insofern keinen Zweifel aufkommen, ich halte den Datenabgleich für gut und richtig. Wir kommen auch im Kontext mit etwa Holland, Großbritannien deutlich ins Hintertreffen, wenn wir uns nicht auch über solche Kontrollmöglichkeiten unterhalten. Ich will aber auf der anderen Seite deutlich machen, dass sozusagen allein die Abfrage beim Kraftfahrtbundesamt im zentralen Fahrzeugregister nicht ausreicht, um tatsächlich sozusagen auf Knopfdruck den Ordnungswidrigkeitenbescheid herzustellen. Das einfach deswegen nicht, weil man aus dem zentralen Register A natürlich nur die inländischen Fahrzeuge erhält. Das heißt also, ein ausländisches Kennzeichen fällt da dann sozusagen in der Abfrage natürlich ohnehin durch. Das ist aber sicherlich nicht der entscheidende Punkt, weil da kann man sich Gedanken machen, so ähnlich wie bei der Mautkontrolle auch. Da müssen dann eben entsprechende andere Abfragen anderer Register dann zusätzlich erfolgen. Entscheidender ist aber, ob man die Fahrzeuge allein durch diese Register
Abfrage erhält, die eben gegebenenfalls Ausnahmen von den Fahrverboten haben. Und solche Ausnahmen werden gerade auch parlamentarisch festgelegt, etwa infolge des Bundesemissionsschutzgesetzes durch die entsprechende Nachrüstungsschwelle von 270 Milligramm pro Kilometer und die entsprechenden Fahrzeuge, die Euro 4, Euro 5 sind und diese Schwelle erreichen, die sind ja dann gut. Und ich meine, man darf nicht verhehlen, es gibt ja auch solche Fahrzeuge, die das heute einhalten. Die würden dann entsprechend ja auch von Fahrverboten freigestellt, das ist gut und richtig. Und noch viel entscheidender ist, dass diejenigen, die Nachrüstungen betreiben, ebenfalls freigestellt werden. Deren Einstufung Euro 4 und Euro 5 ändert sich aber nicht. Die erhalten in ihrer Zulassungsbescheinigung lediglich manuell einen Eintrag, welches Gerät sie in ihrem Fahrzeug verbaut haben. Und wenn diese Halter dann nicht gleichzeitig verpflichtet sind, auch sozusagen eine bestimmte Meldung an das Kraftfahrtbundesamt bzw. an die Zulassungsstelle zu richten, dass sie jetzt über ein Fahrzeug verfügen, was über die Ausnahmemöglichkeit verfügt, dann ist sozusagen ohne eine entsprechende Verpflichtung, würde dieses Fahrzeug ebenfalls in der Kontrolle durchfallen. Das wäre tragisch, wenn man Ordnungswidrigkeitenbescheide an diejenigen Personen adressiert, die sich gut und richtig verhalten, weil genau dieses Verhalten wollen wir ja fördern. Und deswegen muss das Verfahren zur Erstellung solcher Bescheide jedenfalls so gut und gründlich sein, dass jedenfalls nicht die falschen Bescheide bekommen. Und die dritte Kategorie, die jedenfalls dann herausfällt, sind die von den Städten selber erteilten Ausnahmen, die natürlich auch nicht keine Auswirkung auf die Eintragung im Kraftfahrtbundesamt haben, nämlich ungefähr 5 bis 10% der entsprechend betroffenen Fahrzeugklassen bei Euro 4 und Euro 5 in Stuttgart, wo es darum geht, fahrzeugbezogen, also für den Einsatz der Fahrzeuge Ausnahmen zu bilden, etwa für Einsatzfahrzeuge, für dringend erforderliche Fahrzeuge, die trotz allem natürlich einfahren müssen und auch personenbezogene Ausnahmen. Denken Sie an die Krankenschwester, die nachts um 4 entsprechend zum Dienst muss, die keine Möglichkeit hat, den ÖPNV ersatzweise zu nutzen und dann auch auf ein Fahrzeug angewiesen ist und demzufolge für eine bestimmte Zeitdauer davon freigestellt sein soll, um nicht dem Zwang zu unterliegen, dann eben ein Fahrzeug anschaffen zu müssen oder sich irgendwie anders bewegen zu können. Und das ist sozusagen das Spektrum derjenigen unterschiedlichen Fragen. Und damit ist jedenfalls schon klar, dass jedenfalls allein nur ein Gerät, das ein Foto macht und ein Nummernschild fotografiert und der alleinige Datenabgleich mit dem zentralen Fahrzeugregister nicht ausreichend sind, um auf Knopfdruck einen Bescheid herzustellen. Und das bedeutet, dass man sich jedenfalls hier noch eine ganze Weile um Entwicklung des entsprechenden Verfahrens bemühen muss, wo übrigens dann nicht die Kommunen oder die Länder alleine daran arbeiten können, weil es geht ja auch um die Schnittstelle, etwa mit dem Kraftfahrtbundesamt, um die Datensicherheit zu gewährleisten, die Daten entsprechend auszutauschen und dann gegebenenfalls eben mit unterschiedlichen Daten so abzugleichen, dass man den entsprechenden Bescheid erstellt. Ich bin weiterhin gefragt worden von Herrn Klare und letztendlich auch von Herrn Luksic zum Thema Übermaßverbot Verhältnismäßigkeit. In der Tat, auch bei den Kommunen gilt die Devise, wir wollen nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es ist bisher jedenfalls nicht beabsichtigt, dass man allein für die Kontrolle dieser Aufgabe zusätzliches Personal einstellt, sondern das ist eine Kontrolle, die findet in dem Maße statt, in dem ohnehin Kontrolle von Ordnungswidrigkeiten stattfinden. Jetzt muss man bei der Kontrolle von Fahrverboten natürlich noch Folgendes beachten. Es gibt die grundsätzliche Aufteilung der Kontrolle im fließenden Verkehr, die steht allein der Polizei zu. Und es gibt die Kontrolle im ruhenden Verkehr, die der Ordnungsverwaltung zusteht. Das heißt also, die parkenden Fahrzeuge, die können von der Ordnungsverwaltung entsprechend angeschaut werden. Die fließenden oder vorbeifahrenden Fahrzeuge sind von der Polizei zu erfassen. Und das macht sozusagen auch eine gewisse Vorentscheidung, wer ein entsprechendes Gerät zu einer bestimmten Kontrolle einsetzt und einsetzen kann. Und das ist jedenfalls als Hintergrund zu überdenken, wenn man eine Kontrolle mit einem Gerät durchführt. Zum Thema Verhältnismäßigkeit und Übermaß würde ich zunächst mal folgendes Statement abgeben wollen, was den Gesetzentwurf anbelangt. Der Gesetzentwurf stellt ja nur eine Ermächtigung dar, nämlich die Ermächtigung der Behörden, einen bestimmten Datenaustausch zu pflegen. Das halte ich
A für verhältnismäßig und B auch nicht für übermäßig, aus dem einfachen Hintergrund, weil wir ja auch einen deutlichen Rechtfertigungsgrund mit Artikel 2, Leben und Gesundheit der Menschen, haben und aus Gründen des Emissionsschutzes entsprechende Verkehrskontrollen durchführen. Da sehe ich jedenfalls auch eine Rechtfertigung, durchaus den Datenabgleich, der übrigens auch nur und ausschließlich für diesen Fall zugelassen ist, entsprechend zu erlauben. Bei der Frage der Verhältnismäßigkeit, was Kontrolle anbelangt, würde ich statt sozusagen diese Frage der Verhältnismäßigkeit in den Vordergrund zu stellen, das Opportunitätsprinzip zu betonen. Das gilt für Polizei und die Ordnungsverwaltung, was die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten anbelangt. Und das heißt, der Polizeichef oder die Verwaltung entscheiden, wo die entsprechenden Kräfte zur Kontrolle welcher Verbote eingesetzt werden. Man hat nämlich nur eine begrenzte Anzahl von Personen, die das tun. Und da, wo es brennt, da müssen die hin, um es ganz simpel zu sprechen. Und das heißt, wenn Fahrverbot nicht brennt, dann finden da eben in der Tat auch nur anlassbezogene Kontrollen statt. Deswegen sind wir mit der Frage stichprobenhafte Kontrolle sehr einverstanden. Wir wären übrigens auch dagegen, und das kann ich auch vorwegnehmen zu der Frage, weiteren Frage von Herrn Klare, dagegen fest installierte Säulen in diesem Kontext zu installieren. Weil das wäre das Gegenteil von entsprechender Stichprobenkontrolle, weil die Säule wäre ja in der Lage, sozusagen 24 von 24 Stunden, 7 Tage die Woche entsprechende Daten zu produzieren und eine 100-prozentige Überwachung des Fahrzeugbestandes zu machen. Das ist von keiner Seite beabsichtigt. Vor allen Dingen ist es nicht beabsichtigt, auch vor dem Hintergrund, weil wir davon ausgehen, dass Fahrverbote vermieden werden sollen. Auch da, wo sie eingerichtet sind, sollen sie nur auf Zeit bestehen und nicht etwa auf Dauer. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, ob so eine fest installierte Säule, und man bräuchte ja, wenn man jetzt Einfahrtstraßen in einer Stadt, um eine Zonenregelung zu überwachen, tatsächlich mehrere Säulen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es sozusagen wirtschaftlich ist, für einen absehbaren Zeitraum von 2-3 Jahren die entsprechenden Investitionen zu tätigen, um hier eine Säule aufzustellen. Deswegen finde ich den Hinweis auf ein mobiles Gerät sehr spannend und denke, dass das sehr interessant ist, auch in dem Kontext, dass ein solches Gerät beispielsweise landesweit von der Polizei vorgehalten angeschafft werden kann und dann gegebenenfalls auch an die unterschiedlichen Standorte, an denen eine solche Kontrolle erforderlich ist, entsprechend ausgeliehen werden können. Ja, ich glaube, das war soweit die Einlassung zu den Fragen. Vielen Dank, Herr Thiel. Dann kommen wir zum nächsten Sachverständigen, und zwar vom ADAC, Dr. Markus Schieper, bitte. Ja, an mich sind zwei Fragen gestellt worden. Zum einen war die Frage, ob der ADAC das vorgeschlagene Verfahren zur Überwachung für praktikabel hält. Ich meine ja. Dieses System ist zwar nicht optimal, aber es erscheint auf alle Fälle praktikabel, weil mir auch kein anderes, besseres Verfahren hier einfällt. Man muss es allerdings etwas verfeinern, denn, wie Herr Kiel schon gesagt hat, sind ja im zentralen Fahrzeugregister ja nur die fahrzeugbezogenen Daten hinterlegt und keinerlei Aspekte berücksichtigt, ob das Fahrzeug denn nachgerüstet wurde, softwareseitig oder hardwareseitig, etwas gemacht wurde zum Erreichen der Grenzwerte. Das ist technisch möglich, so etwas dort zu hinterlegen. Und damit hätte man einen wichtigen Punkt schon realisiert. Es gibt aber noch zwei weitere Kategorien der Ausnahmen, nämlich die personenbezogenen Ausnahmen, Personen, die eine Schwerbehinderung haben oder typischerweise für schwerbehinderte Fahrten vornehmen. Die bekommen im Einzelfall eine Ausnahmegenehmigung. Das ist der Stadt bekannt. Und genauso bekommen Ausnahmegenehmigungen Personen, die eben situativ auf das Fahrzeug angewiesen sind, der Schichtarbeiter, die Krankenschwester, die nicht auf ÖPNV zugreifen kann. Auch diese Informationen der erteilten Ausnahmegenehmigungen sind der Stadt bekannt, sodass man eigentlich nur das Prozedere klarstellen müsste. Wenn ein einzelfallbezogenes Foto angefertigt wird, müsste zunächst mal in einer Art Positivliste der Kommune nachgeschaut werden, ob für dieses Fahrzeug, diesen Halter, eine Ausnahmegenehmigung im Einzelfall erteilt wurde. Und wenn das nicht der Fall ist, wird abgeglichen, ob im zentralen Fahrzeugregister eine entsprechende Eintragung vorhanden ist, dass das Fahrzeug einfahren darf. Und wenn man auf diese Art und Weise feststellt,
Gibt es eine Ausnahme für diesen Fahrer und dieses Fahrzeug, dann ist sofort alles zu löschen. Das ist ja in der Gegenäußerung völlig zutreffend so auch vorgesehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein ganz normales Bußgeldverfahren, wo die Bußgeldstelle innerhalb von 3 Monaten den verantwortlichen Fahrzeugführer ermitteln muss. Also insofern löst dieses Vorgehen über das Abfragen einer zentralen Fahrzeugregisterdatei die Probleme nicht vollständig. Man muss es etwas ergänzen. Es ist zu ergänzen und es ist machbar, es so zu machen. Die zweite Frage, die an mich gerichtet war, ist, ob denn das gesamte Verfahren verhältnismäßig ist, wenn es doch nur um Verwarnungsgelder von 20 Euro bei einem Streckenverbot oder von 80 Euro bei einer Verbotszone geht, wo noch nicht mal ein Punkt damit verbunden ist. Auch hier meine ich, dass das Verfahren entsprechend berechtigt ist, dass man auch hier solche Fotos macht. Formal gesehen ist es tatsächlich so, dass mit dem Anfertigen des Fotos nur eine Ordnungswidrigkeit überwacht wird. Man muss aber hier den Grund sehen für diese Überwachung. Es geht ja nicht darum, einen reinen Formalverstoß zur Anzeige zu bringen. Da wäre der Aufwand wegen einem 20-Euro-Knöllchen tatsächlich nicht gerechtfertigt, sondern man muss sehen, was steckt dahinter. Und hier geht es eben um den Schutz der Bevölkerung, der Anwohner. Und das, glaube ich, müsste einfach im Gesetz hervorgehoben werden, dass die Fotos nicht nur zur Ahndung gemacht werden, sondern diese Ahndung notwendig ist, um die Luftreinhaltung sicherzustellen für die Bevölkerung, für die Wohnbevölkerung. Dieser Sprung muss noch genommen werden, ansonsten haben wir eine gewisse Unwucht. Wir haben Fotoanfertigungen und Videos bei Geschwindigkeitsverstößen. Da ist klar, wer zu schnell fährt, gefährdet unmittelbar andere Verkehrsteilnehmer. Hier haben wir nur in Anführungsstrichen eine mittelbare Gefährdung, aber die ist genauso schwerwiegend wie bei Geschwindigkeitsverstößen. Aus dem Grund bin ich der Meinung, dass also hier ein solches Vorgehen wegen dem im Raum stehenden Verwarnungsgeld oder Bußgeld absolut berechtigt ist, weil es hier um den Gesundheitsschutz geht. Das waren die Antworten auf meine beiden Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schiepe. Als nächstes bitte ich Herrn Dr. Engeler zur Beantwortung. Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. An mich wurden die Fragen Verhältnismäßigkeit im weiteren und engeren Sinne herangetragen. Ich würde beide gemeinsam beantworten. Wenn wir juristisch die Verhältnismäßigkeit prüfen, müssen wir immer das verfolgte Ziel, also das gesetzgeberischen, den Zweck des Gesetzes mit dem durch das Gesetz einhergehenden Eingriff ins Verhältnis setzen. Und da ist mir bisher auch in den Stellungnahmen nicht ganz klar genug differenziert worden, was eigentlich das Ziel dieses Gesetzes sein soll. Die Gesetzesbegründung selber ist da leider auch sehr uneindeutig. Natürlich kann man sagen, es geht um den konkreten Schutz der Gesundheit der Menschen vor Ort. Der wird ja aber tatsächlich nicht erreicht, sondern er wird nur mittelbar verfolgt, dadurch, dass man eine Abschreckungswirkung hat, eine mittelbare Abschreckungswirkung hat, diese Zone zu befahren. Das heißt, es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass wir hier nur von mittelbaren Zweckerreichungen sprechen. Und drittens muss man auch sagen, wenn man sich den Entwurf anguckt, dass er tatsächlich, wenn man ihn, also das versteckte Ziel mal versucht zu ermitteln, dass es ein bisschen so wirkt, es ging jetzt primär darum, zu verhindern, dass Fahrzeuge eine blaue Plakette kriegen müssen. Wenn man, je nachdem, welches Ziel man also diesem Gesetz zuschreibt, fällt natürlich die Verhältnismäßigkeitsprüfung aus und dazu gehört zunächst die Geeignetheitsprüfung. Und da habe ich im Grunde schon Bedenken, dass der 36.2i hier tatsächlich ein geeignetes Mittel mit der Kennzeichenerfassung normiert, weil er schlicht sich nicht dazu verhält, welche Anlagen genau zum Abruf genutzt werden sollen. In den Bundestagsdrucksachen auf die diversen Anfragen heißt es dazu schlicht, dass man über die Fehlerraten keine Erkenntnisse hat und die schwierige Wahl der Mittel den Ländern überlässt. Das heißt, aktuell vermutet der Gesetzesentwurf die geeignet lediglich. Er kann sie also nicht voraussetzen. Vor allem ist zu berücksichtigen, dass abhängig davon, welches Ziel man denn tatsächlich dem Gesetzentwurf zuschreibt, das Ziel gar nicht erreicht werden kann, weil die Videoüberwachung natürlich vor Ort den Schadstoffausstoß gar nicht senkt, sondern nur nachträglich seine Ahndung ermöglicht. Das heißt, wir reden hier nur von einer mittelbaren Wirkung. Und das auch nur bezüglich der Fahrzeuge, die tatsächlich im Zentralregister geführt sind. Ich meine aber tatsächlich, dass die größeren Bedenken hier gegen die Erforderlichkeit sprechen. Denn wenn man das wohl schwerste Gewicht, das man dem Gesetz zuschreiben kann, in das Gesetz hineinliest, dann
ist das natürlich die unmittelbare Behebung der Gesundheitsgefahr der Anwohner. Und da ist es so, dass man sich eigentlich dem Eindruck nicht erwehren kann, dass das geeignete Mittel schlicht wäre, den Ausstoß der Gase insgesamt zu senken. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, auch vom Umweltbundesamt gesagt worden, dass die wenigen Städte überhaupt Probleme hätten, wenn die Messwerte auch auf der Straße eingehalten würden. Und dieses Mittel ist meiner Ansicht nach auch nicht weniger geeignet. Wenn wir uns die Rechtsprechung der Zivilgerichte des letzten Jahres anschauen, dann sind mittlerweile Urteile sowohl zum vollen Umtausch als auch zur vollen Rückerstattung ergangen. Und das ist durchaus relevant. Wenn Sie sich das Urteil des VG Gelsenkirchen zum Beispiel anschauen, dann werden Sie sehen, dass das Gericht dort die unvorhersehbare Wirkung reiner Software-Updates nicht in die Prüfung für die Möglichkeit der Vermeidung eines Fahrverbots einstellen konnte. Das kann sich aber natürlich ändern, wenn rein faktisch ein erheblicher Teil der Pkw-Flotte praktisch zuverlässig und vorhersehbar in Zukunft ersetzt würde. Im Übrigen ist das auch so, wie ich das verstanden habe, die zentrale Forderung der Kommunen in der Konsultation zum Sofortprogramm Saubere Luft gewesen, nämlich Maßnahmen, die dabei helfen, die Werte insgesamt zu senken. Vor allem aber stellt das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung aus Februar 2018 darauf ab, dass die Einführung einer blauen Plakette das erforderliche Mittel sein könnte. Und da ist es im Entwurf aktuell überraschend, dass es in den Bundestagsdrucksachen dazu die Äußerung gibt, dass die blaue Plakette tatsächlich nicht erforderlich sei. Und eine solche Feststellung macht juristisch nur dann Sinn, wenn man die blaue Plakette tatsächlich für geeignet, aber nicht für ein milderes Mittel hält. Und das überrascht, weil natürlich die blaue Plakette offensichtlich weniger in die Datenschutzrechte der Betroffenen eingreift. Und wäre auch, wenn ich das bisher bewerte, ein nicht weniger geeignetes Mittel, etwa die unmittelbare Prüfung im Einzelfall, zum Beispiel im Rahmen von Verkehrs- und Parkkontrollen, wäre durchaus möglich, denn auch das sagt das Gesetz hier eindeutig. Mittlerweile sind Stichproben das Mittel der Wahl. Das heißt, das Gesetz geht generell davon aus, dass auch reine Stichproben nicht weniger geeignet sind. Im Übrigen nur ein Hinweis zu der Identifizierung durch Bilderstellung der Fahrerinnen, dass das notwendig sei, weil die Halterhaftung im Verkehrsrecht das erforderlich mache, kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben auch im Bereich der Ahndung von Parkverstößen seit jeher keine Halterhaftung und lösen das im Verwaltungsprozess mit den Beweisregeln und haben bisher auch nicht das zum Anlass genommen, anlasslose flächendeckende Überwachung im öffentlichen Straßenverkehr einzuführen. Zudem primär ist es, meine ich, aber so, dass das Gesetz aktuell nicht verhältnismäßig ist, weil es den Maßstab der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus Dezember 2018 nicht erreicht. Da geht es darum, dass das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung festgestellt hat, dass die Kennzeichenfassung grundsätzlich möglich ist zur Erreichung, zur Verfolgung zum Schutz eines Rechtsguts mit hohem Gewicht. Und da ist es natürlich so, dass von den dargestellten Rechtsgütern nur der unmittelbare Schutz der konkreten Gesundheit vor Ort ein solches Rechtsgut sein kann. Und hier stellt das Bundesverfassungsgericht, denke ich, auf zwei entscheidende Punkte ab. Das erste ist, dass es ausführt, dass es stets einen örtlichen Bezug zu der tatsächlichen Gefahr braucht. Das Bundesverfassungsgericht hat unter anderem bei dem Polizeigesetz Baden-Württemberg kritisiert, dass es teilweise an dem konkreten Grenzbezug fehlt und eben darauf abgestellt, dass mangels konkretem Grenzbezug hier das Merkmal, es fehlt also eine konkrete Gefahr, fehlt. Und das ist meiner Ansicht nach auch hier das Problem, weil die aktuelle Regelung in 63c Absatz 1 Nummer 1 keinen Bezug zu dem konkreten Ort herstellt. Das heißt, wenn man das Gesetz so liest, müsste man es bereits jetzt verfassungskonform reduziert auslegen, indem man sagt, es dürfte also nur dort eine Kontrolle durchgeführt werden, wo tatsächlich eine konkrete Gesundheitsgefahr droht. Und das ist das bisher eben nicht der Fall. Stattdessen schützt man ja im Grunde Gesundheitsgefahren, die nur mittelbar wirken, teilweise auch bei Zonenverboten, eben im Mittel überschrittene Werte, ohne dass da am konkreten Ort der Messung tatsächlich eine Gesundheitsgefahr entstehen muss. Natürlich kann man sagen, Sie erlassen das Gesetz so und überlassen es den Ordnungsbehörden, das Gesetz schlicht verfassungskonform zu reduzieren. Das ist etwas, was man natürlich machen kann, aber natürlich sollten Sie diesen Fehler im Zweifel direkt vermeiden, wenn Sie können. Und zweitens hat das Bundesverfassungsgericht selber schon gesagt, dass der Bestimmtheitsgrundsatz hier an vielen Stellen bezüglich der Polizeigesetze verletzt wurde. Und das, meine ich, ist auch in dem Gesetz heute schon der Fall, weil es eben sowohl an einer Bezugnahme auf einen konkreten Ort als auch auf einen konkreten Gefahrengrad bisher fehlt.
Zur Verhältnismäßigkeit vor allem aber die Anmerkung, dass es eben bei Überwachungsgesetzen grundsätzlich so ist, dass sie selten zurückgebaut werden. Das heißt, sie erhöhen, wenn ich mir die Metapher erlauben darf, dauerhaft den Meeresspiegel der Überwachung und werden ihn wahrscheinlich nicht zurückbauen. Und der Missbrauch und die Zweckänderung ist natürlich aktuell nicht geplant, sie ist aber immer nur eine politische Meinungsänderung entfernt. Und insoweit teile ich auch die Einschätzung des Landesbeauftragten für Datenschutz in Baden-Württemberg, der, finde ich, sehr klar ausgeführt hat, der Ruf nach anderweitiger Nutzung, der ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und insofern ist es ein Versäumnis des Entwurfs, meine ich auch, dass es nur deutsches Verfassungsrecht prüft, nämlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und nicht auch Artikel 8, der insbesondere über die Privatsphäre hinaus auch strukturelle Aspekte in den Blick nimmt. Und dazu gehört eben auch, dass Überwachungsmaßnahmen nicht nur individuell geprüft werden müssen, sondern in Summe wirken. Und Sie schaffen mit diesem Entwurf im Zweifel ein weiteres Bausteinchen in einer Überwachungsinfrastruktur, die jedenfalls existent später anders genutzt werden kann. Das heißt, bei diesen Maßnahmen ist es so, dass das Mittel der Wahl im Grunde ist, die Überwachungsinfrastruktur gar nicht erst zu erstellen, sondern ja, nicht zu errichten, um zu verhindern, dass späterer Missbrauch möglich ist. Und damit würde ich sagen, würde ich an dieser Stelle erstmal die Frage beantwortet haben. Ja, danke. Dann bitte ich Herrn Kaiser um das Wort. Vielen Dank. Herr Steuer-Johann, Sie haben mir zwei sehr umfangreiche Fragen gestellt, die weitgehend hier schon Bestandteil waren der Ausführungen der Kollegen. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe vertritt 38.000 Autohäuser und hat sich seit jeher in der Vergangenheit und heute noch für den Einsatz von Nachrüstsystemen eingesetzt. Wir gehen auch davon aus, dass die bereits veranlassten Maßnahmen der Bundesregierung zur Luftreinhaltung ihre Effizienz nicht verfehlen werden, sodass wir guter Dinge sind, gerade jetzt im Mai, wenn die Werte des Bundesumweltamtes veröffentlicht werden zu den einzelnen Städten, wir möglicherweise über Fahrverbote gar nicht mehr sprechen müssen. Und eins scheint mir aus tatsächlichen Gesichtspunkten noch wichtig zu sein. Wir reden hier über, so habe ich es verstanden, über ein Bundesgesetz, wo man schon differenzieren muss, es sind Optionen, die den Kommunen an die Hand gegeben werden. Es ist keine Verpflichtung. Wenn es allerdings zu angeordneten Grenzwertüberschreitungen und damit zu Fahrverboten kommt, sind wir natürlich der Auffassung, dass in der Natur der Sache liegt, dass diese auch überprüft werden können müssen, und zwar mit der nötigen Effizienz. Wir verwehren uns aber gleichsam gegen Methoden, die Ausweitungen von Fahrverboten provozieren könnten. Und da will ich auch durchaus die blaue Plakette an dieser Stelle nennen. In tatsächlicher Hinsicht bin ich schon der Auffassung, dass der Gesetzentwurf ein probates Mittel und auch eine Hilfestellung für die Kommunen ist, gerichtlich angeordnete Fahrverbote effizient und vor allem auch, und zitiere ich die Deutsche Polizeigewerkschaft, die gesagt hat, wir haben gar nicht das nötige Personal, um zielgerichtet solche Verbote auch überprüfen zu können. Und wenn wir das nicht haben und wenn wir nichts Automatisches haben mit entsprechender zielgerichteter Technik, die Verkehrsverbote wirkungslos blieben. Und dies vorausgeschickt denken wir, dass der Gesetzentwurf tatsächlich zielgerichtet und auch stichprobenhaft, so wie er ausformuliert ist, akzeptabel ist. Herr Dr. Engeler hatte gerade ein, zwei Dinge genannt, da würde ich im weiteren Verlauf auch drauf eingehen, beziehungsweise Herr Kiel war es, und zwar die Frage, ob wir die Mautbrücken wollen in den Städten oder ob es nicht tatsächlich angezeigt sein sollte, mobile Geräte in den Einsatz zu bringen und das natürlich auch nur stichprobenhaft. Unter rechtlichen Gesichtspunkten haben wir uns sehr stringent mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus Dezember letzten Jahres auseinandergesetzt. Und bei der aufmerksamen Lektüre konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Gericht hier eine sehr gute Anleitung gegeben hat, auch zu dem jetzigen Gesetz. Und wenn man sich stringent dort einmal entlanghangelt, sind wir der Auffassung, dass der Gesetzentwurf diesen Anforderungen entspricht. Und dazu möchte ich im Einzelnen eingehen. Die Kollegen haben es teilweise auch schon gemacht. Zunächst einmal ist festzustellen, dass das Bundesverfassungsgericht den Eingriff
in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung sicherlich weit nach vorne gezogen hat, indem das Gericht gesagt hat, selbst die Erfassung, also die Kennzeichenerfassung als solche, auch wenn sie unmittelbar im Anschluss gelöscht wird, stellt schon einen Eingriff dar. Und der Eingriff erfolgt auch nicht nebenbei, so quasi als Randerscheinung. Nein, es ist ein Eingriff und für diesen bedarf es einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage. Diese Ermächtigungsgrundlage sehen wir in dem hier schon zitierten Paragraphen 63c des Entwurfs des Straßenverkehrsgesetzes. Und in der Tat muss man jetzt sich mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen einen legitimen Zweck haben. Es muss geeignet, erforderlich sein und es muss auch der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn entsprechen. Und das Gesetz muss der Normenklarheit und der Bestimmtheit genügen. Und wenn man sich diesen einzelnen Tatbestandsmerkmalen zuwendet, so sind wir der Auffassung, ein legitimer Zweck ist hier unzweifelhaft vorhanden, nämlich die Überprüfung und die Überwachung rechtmäßig angeordneter Verkehrsverbote auf der Grundlage des § 40 Bundesemissionsschutzgesetzes. Zu der Geeignetheit, das wurde gerade auch schon zur Diskussion gestellt, hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dass bereits eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ausreichend ist, um eine Maßnahme als geeignet darstellen zu lassen. Hier kann man sicherlich ansetzen und sich die Frage stellen, müssen es die starren automatisierten technischen Voraussetzungen sein? Ich nenne sie jetzt mal diese Mautbrücken, wie wir sie kennen auf den Autobahnen. Oder kann man hier nicht tatsächlich ansetzen und auf mobile Technik zurückgreifen, die wir schon kennen? Ich denke da an die Laserpistolen, wenn man mal zu schnell fährt. Zur Erforderlichkeit, ja, in der Tat muss man sich die Frage stellen oder zunächst einmal vor Augen führen, dass es hier um eine Zuwiderhandlung geht. Der Fahrer begeht einen Verstoß. Da habe ich schon das Problem, überprüfe ich den ruhenden Verkehr oder möchte ich nicht auch den fließenden Verkehr gleichsam mit überprüfen? Und wenn ich jetzt bezogen auf eine Plakettierung des Fahrzeugs mir überlege, wie das überprüft werden könnte, so kann es nur über Anhaltekontrollen erfolgen. Und da kann ich Ihnen aus leidvoller Erfahrung sagen, wir sitzen immer noch in Bonn, aber der Verkehr auch dort wird nicht besser. Und wenn Sie dort morgens zum Flughafen fahren, das ist nicht ganz einfach. Wenn ich mir vorstelle, dort würden jetzt noch Anhaltekontrollen durchgeführt werden, dann würde der Verkehr schlichtweg zum Erliegen geraten, sodass wir durchaus auch der Meinung sind, dass diese optionale, und das möchte ich immer wieder betonen, automatisierte Kontrolle am wenigsten in die Handlungsfreiheit des Einzelnen eingreift und damit dem Erforderlichkeitsgrundsatz hier auch Genüge getan ist. Man kommt dann, wenn man stringent sich an dem Bundesverfassungsgerichtsurteil entlanghangelt, zur Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn. Das heißt, wir brauchen einen Anlass. Und natürlich kann man sich hier unter Juristen streiten. Reicht es schon, was wir hier an Anlass haben? Das Bundesverfassungsgericht führt hierzu aus, dass der Gesetzgeber Kontrollen erlauben darf, wenn im Einzelfall oder typischerweise eine spezifische gesteigerte Wahrscheinlichkeit besteht, Verstöße festzustellen. Eine solche Wahrscheinlichkeit, meinen wir, kann man hier schon annehmen. Der Gesetzentwurf sieht in § 63 vor, dass man aufgrund emissionsschutzrechtlicher Vorschriften personenbezogene Daten stichprobenartig, und darauf legen wir auch Wert, automatisiert und insbesondere in Echtzeit zur Prüfung eines Anlasses erhoben werden können und natürlich unverzüglich gelöscht werden, wenn sich ein solcher Anlass nicht bewahrheitet. Sollte man dieser Auffassung nicht folgen und sagen, naja, das reicht uns als Anlass aber nicht aus, gibt das Bundesverfassungsgericht auch hier eine weitere Möglichkeit, denn das Bundesverfassungsgericht sagt explizit, auch anlasslose Kontrollen sind möglich und gibt hier als Beispiel in seinem Beschluss an die Durchsetzung der Versicherungspflicht durch Kontrollen zum Auffinden unversicherter Fahrzeuge. Und hier sind wir der Auffassung, dass diese anlasslose Kontrolle doch gleichzusetzen sein muss, wenn es um die Überwachung von Fahrverboten und dem dahinterstehenden Ziel, über das heute auch schon gesprochen wurde, diskutiert wird. Das Bundesverfassungsgericht sagt dann natürlich völlig zutreffend, dass je weniger Anlass ich gebe, desto höher der Eingriff in mein Grundrecht natürlich ausgestaltet ist, und sagt, aus diesem Grunde brauchen wir natürlich
ein Schutz von Rechtsgütern von zumindest erheblichem Gewicht oder ein sonstiges gewichtiges öffentliches Interesse, was als Rechtfertigung hinzugezogen werden kann, und nennt hier explizit in seinem Beschluss Leib, Leben und Freiheit der Personen. Und Leib und Leben, darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Man mag sich darüber streiten, ob wir das jetzt als unmittelbares Ziel ausdeklarieren oder ob es zumindest ein mittelbares Ziel ist. Aber ich denke, wenn Sie den Verbraucher auf der Straße fragen, worum geht es bei der Einhaltung dieser Fahrverbote, dann geht es natürlich um den Gesundheitsschutz und um die Verbesserung der Luftreinhaltequalität, sodass wir meinen, dass Leib-Leben hier erfüllt sind und dementsprechend auch ein Rechtsgut von erheblichem Gewicht tangiert wird. Wir kommen dann zur Zumutbarkeit in der Gesamtabwägung. Das Bundesverfassungsgericht sagt hier unter anderem, dass keine Maßnahmen flächendeckend durchgeführt werden dürfen. Und genau das sieht das Gesetz bzw. der Gesetzentwurf auch nicht vor, sondern er bezieht sich nach unserem Verständnis auf die Fahrverbotszonen und dort auch nur auf stichprobenartige Kontrollen, sodass wir der Auffassung sind, es wird mit dieser automatisierten Kontrolle auch in einem geringeren Maße in die Handlungsfreiheit des Fahrers eingegriffen. Er sieht die Kontrollen, er ist sich darüber bewusst und er muss nicht anhalten, er kann seine Fahrt unvermindert fortsetzen. Auch hier heute Morgen ein Beispiel, ich bin in den Flughafen Köln-Bonn gefahren, ich muss auf die Uhr schauen, dort sehen Sie viele Kameras und Ihr Kennzeichen wird gescannt beim Einfahren in das Parkhaus, da ist es ein privater Betreiber, aber Sie machen es schlichtweg und Sie haben dort kein Datenschutzproblem. Herr Kaiser, Sie hatten jetzt eigentlich schon eine Runde mehr sozusagen als Ihre Frage ist, deswegen würde ich Sie jetzt wirklich bitten, das abzuschließen mit einem letzten Satz. Ich bin quasi am Ende, die Zumutbarkeit ist aus unserer Sicht gegeben. Ansonsten, es wurde alles schon gesagt, Bewegungsprofile werden nicht erstellt, es werden nur die erforderlichen Datensätze abgeglichen. Abschließender Satz, möglicherweise aus datenschutzrechtlicher Sicht, ist noch zu überlegen, ob man die Fotos der Personen, die angestellt werden, möglicherweise pseudonymisiert, das heißt verpixelt und nur für den Fall eines Matches, das heißt, wenn ein Verstoß festgestellt wird. Okay. Alles klar, haben wir verstanden. Vielleicht ein Satz auch von mir, das ist natürlich schon ein Unterschied, ob man in ein Parkhaus freiwillig reinfährt oder eine öffentliche Straße benutzt. Aber Herr Lang jetzt bitte als Nächstes. Sehr geehrte Damen und Herren, erstmals vielen Dank für die Einladung. Herr Klare stellte die Frage, Etwas näher ans Mikro bitte. Herr Klare stellte die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, Dieselfahrverbote mobil zu überwachen. Weiter fragte er zur Erklärung, wie so ein System funktionieren könnte oder wie so ein System funktioniert. Also zu der ersten Frage, mobile Systeme, um Dieselfahrverbote zu ahnden, gibt es. Ja? Das heißt also, Systeme dieser Art werden auch schon in anderen Bundesländern zur Ahndung zur Kennzeichenlesung eingesetzt. Und ein Dieselfahrverbot zu überwachen ist nur eine Erweiterung von so einem System. Die sind klein und mobil einsetzbar. Die kann man auf vorhandene Infrastruktur, die die Polizei schon in Einsatz hat, auch aufstecken oder aufbauen. Jetzt komme ich einfach mal zum Ablauf. Wie funktioniert so ein System? Ja. Als erstes wird über einen Lasersensor oder einen beliebigen Sensor in einer Entfernung X, sprich 70 bis 75 Metern, das Fahrzeug erfasst. Zugleich wird dann bei der Erfassung das Kennzeichen gelesen. Das Fahrzeug bewegt sich dann weiter auf das System zu. In der Zeit findet dann ein Abgleich statt mit einer Datenbank. Dies zu definieren ist eine Black- oder eine Black- und Whitelist. Oder da muss man einfach schauen, wo kommt die dann her. Ja? Um die nötigen Daten bereitzustellen. In dieser Zeit erfolgt ein Abgleich. Dann kommen wir an einen Punkt, da ist der Abgleich zu Ende und da muss entschieden werden, ist es ein Treffer oder ist es kein Treffer. Wenn es kein Treffer ist, Negativergebnis, wird dieses Ergebnis sofort verworfen, weil das liegt nur im flüchtigen Speicher. Das heißt, das wird komplett gelöscht und ist somit auch datenschutzkonform. Ja. Was passiert beim Treffer? Beim Treffer wird dann ein Dokumentationsbild erstellt.
das Dokumentationsbild besteht aus einem Fahrerbild und gewissen Daten, die dann gespeichert werden und verschlüsselt übertragen werden. Ja. Und da spricht man dann so von einem verschlüsselten Container, der dann auch erst wieder in der Stelle, wo es geahndet wird, ich sage mal, wo das Ordnungswidrigkeitenverfahren dann anläuft, da kann man den Container dann wieder öffnen und zur Ahndung freigeben. Vielen Dank. Das war die Beantwortung der Frage von Herrn Klare. Ja, okay. Dann als nächstes bitte ich Herrn Müller-Grünert, bitte. Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete. Zunächst möchte ich das nochmal in den Kontext einbetten. Das wurde ja eben schon ein paar Mal angesprochen. Es geht ja letztendlich um den Schutz der Gesundheit der Menschen und um saubere Luft. Und darum hat die EU, haben alle EU-Mitgliedstaaten bereits 1999 entsprechende Grenzwerte für besonders gefährliche Luftschadstoffe verabschiedet, unter anderem halt für Feinstaub und Stickstoffdioxid. Und viele Städte überschreiten den geltenden Grenzwert für Stickstoffdioxid bereits seit 2010, darum müssen sie handeln. Und Fahrverbote sind insbesondere deswegen notwendig geworden, weil Autohersteller Autos zugelassen haben, die ein Vielfaches der geltenden Abgasgrenzwerte auf die Straße gelassen haben. Wir würden wahrscheinlich heute nicht darüber diskutieren, ob es Fahrverbote gibt und ob wir die kontrollieren müssen, wenn dies nicht so der Fall gewesen wäre. Insofern ist ein Fahrverbot jetzt das letzte Mittel, solange auch keine effektive und flächendeckende Hardware-Nachrüstung stattfindet. Klar ist, Fahrverbote sind jetzt notwendig geworden, sind in einigen Städten schon umgesetzt und werden vielleicht noch in weiteren Städten folgen. Sie müssen auch kontrolliert werden. Dies soll aber effektiv sein und effizient, weil eine gewisse Kontrolldichte ist halt notwendig, damit eben die Luft auch sauberer wird. Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf erfüllt aber dieses Anliegen nicht. Er ist aufwendig, bürokratisch, ist teuer und schafft eigentlich mehr Bürokratie. Insofern sagen wir eher, ist es ein Kontrollverhinderungsgesetz. Gängige Praxis und bewährt hat sich hingegen die Kennzeichnungsverordnung, die bereits 2006 eingeführt wurde mit den farbigen Plaketten Rot, Gelb und Grün. Die Plaketten kennzeichnen auch die Zufahrt zu den Umweltzonen. Und hier gibt es eine klare Zuordnung zum Abgasausstoß der Fahrzeuge. Da damals der Feinstaub im Fokus stand, geht es um die Abgaswerte für den Ausstoß von Partikeln. Entsprechend sind auch die Plaketten abgestuft worden. Und insofern jedes Fahrzeug erhält so eine Plakette und damit ist jedem Halter auch klar, erfüllt mein Fahrzeug die Anforderungen oder erfüllt es nicht. Und was eben auch oft angesprochen wurde, auch nachgerüstete Fahrzeuge konnten entsprechend eine bessere Plakette erhalten, das wurde damit erfasst. Also somit ist kein doppelter Abgleich notwendig, ist das Fahrzeug jetzt nachgerüstet, was ja nicht in den zentralen Fahrzeugregister der Fall ist. Und die Erfahrung Vorgehen dieses Instruments Umweltzone, aber auch dieser Kennzeichnung, sind eindeutig positiv. Der Zweck, dass eben die Feinstaubbelastung in Städten gesenkt wird, ist erreicht worden. Inzwischen beschreitet keine einzige Stadt in Deutschland den geltenden Grenzwert für Feinstaub. Und auch der Fahrzeugbestand ist deutlich schneller sauberer geworden, als er ohne Einführung der Plaketten und Umweltzonen erfolgt wäre. Beispielsweise in Berlin hat man festgestellt, dass also durch die Einführung der Umweltzonen und dieser Kennzeichnung dieser Fahrzeuge die Dieselrußbelastung um etwa 60% gesunken ist. Das ist ein Riesenanteil und es macht auch deutlich, damit ist auch die Gesundheitsbelastung der Menschen gesunken, weil gerade Dieselruß besonders gefährlich ist, weil nicht jeder Feinstaub wirkt ja gleich schädlich auf den Menschen. Insofern ist es doch folgerichtig, dass man diese Kennzeichnungsverordnung fortschreibt, um den Schadstoff Stickstoffdioxid. Und so, das ist das Stichwort blaue Plakette, das ist ja schon seit langem ein Konzept, was nicht nur Umweltverbände verfolgen, sondern auch andere, da komme ich dann gleich mal dazu, dass man eben die Fahrzeuge entsprechend ihres Stickstoffausstoß dann auch kennzeichnet. Das ist dann eine klare Orientierung für die Verbraucher und es ist eine klare Kennzeichnung von Autos, die dann nicht nur bei Partikeln, sondern auch bei Stickoxiden sauber sind. Und nicht zuletzt hilft es auch, die Nachrüstung zu beschleunigen. Also es ist ein effektives Instrument, um auch wirklich die Luft in den Städten schneller sauber zu machen. Das Besondere daran ist natürlich auch, die Kontrolle ist auch wesentlich einfacher. Ich muss nicht tausendmal abgleichen, gibt es jetzt da irgendwie eine Nachrüstung oder nicht, erfüllt das die Vorgaben oder nicht, sondern ich sehe auf einen Blick, dieses Fahrzeug ist sauber oder ist es nicht sauber.
Insofern ist aber auch dieses Beispiel mit den ausländischen Fahrzeugen. Ja, die jetzigen Plaketten müssen auch von ausländischen Fahrzeugen angebracht werden. Insofern hat man hier direkt zwei Probleme mit einer Fliege oder mit einem System erschlagen. Insofern sehen wir auch diesen Vorschlag des Umweltbundesamtes, eventuell noch eine Abstufung bei dieser blauen Plakette zu machen, bezüglich Nachrüstung oder Nein, dass man das auch da ausrichtet. Das würde bedeuten, dass man eine hellblaue Plakette für Dieselfahrzeuge einführt, die Vorgaben für die Nachrüstung erfüllen. Das ist ja nach dem Bundesemissionsschutzgesetz 270 Milligramm pro Kilometer bei den Stickoxiden. Und alle Euro 6 A bis C Fahrzeuge, während dann eine dunkelblaue Plakette nur für die Fahrzeuge es gäbe, die auch im realen Straßenbetrieb sauber sind, die schon die Euro 6 D Temp Norm erfüllen, beziehungsweise alle Otto-Fahrzeuge, also Benziner, die die Euro 3 Norm mindestens einhalten. Also die Vorteile liegen klar auf der Hand. Neben dem Bundesumweltministerium, dem Umweltbundesamt unterstützen die Einführung auch die IG Metall und der Deutsche Städtetag. Und auch, was ich ganz wichtig finde, der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber hat nochmal ganz klargestellt, hier möchte ich es auch mal zitieren. Nee, Herr Müller-Grünert, Ihre Zeit ist jetzt leider vorbei. Und wenn Sie auf die Uhr gucken, dann ist es jetzt sozusagen schon 12:30. Und um 13:00 müssen wir definitiv Schluss machen. Nee, eine Frage. Es war ja was, welches System und welche Wirkung? Nee, Sie haben eine Frage, Herr Gebhardt, Sie haben eine Frage an Herrn Müller-Grünert und eine an Herrn Kiel gestellt. Zumal es jetzt nur 20 Sekunden dauert. So, deswegen machen wir das dann in der nächsten Fragerunde. Und wir beginnen jetzt die nächste Fragerunde. Es ist jetzt 12:30. Ich würde auch bitten, den Kollegen Storjohann als goldenes Beispiel hier Vorbild zu nehmen. Der hat nämlich das sehr vorbildlich gemacht. Und damit hat auch gleich die CDU wieder das Wort. Und zwar gebe ich der CDU-CSU wieder das Wort. Herr Kollege Storjohann, Sie sind wieder dran. Ja, ich möchte gerne Professor Brenner jetzt mal zu Wort kommen lassen. Wir haben ja zu viel gehört. Ich muss ja nicht unbedingt eine Frage stellen, aber ich kann Sie ja mal herausfordern, dass Sie mal die verfassungsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Bedenken vielleicht aufzeigen oder verwerfen können, dass Sie da mal so einen Rundumschlag machen, damit wir informiert sind. So, für die AfD spricht der Herr Dr. Spaniel. Ja, mich würde interessieren, Herr Kaiser, was Sie denn von dem Vorschlag von dem Kollegen des VCD halten, diese Plakettenregelung einzuführen. Und als nächstes Frau Kollegin Lühmann, bitte. Herr Brenner, wenn Sie die verfassungsrechtliche Einordnung auf Wunsch des Kollegen Storjohann machen, könnten Sie denn auf den Punkt des mildesten Mittel noch mal eingehen? Und zwar habe ich dazu zwei Fragen oder zwei Bitten. Und zwar bei dem mildesten Mittel wurden ja jetzt hier zwei Dinge oder ein Ding angesprochen. Das eine ist die blaue Plakette, dass Sie das vielleicht noch mal einordnen, auch unter der Tatsache, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Umweltzone und der blauen Plakette, weil wir ja in jeder Kommune, die jetzt im Moment ein Fahrverbot hat, unterschiedliche Bedingungen haben, welche Fahrzeuge rein und raus dürfen. Das heißt, diese zwei blauen Plaketten mit hellblau und dunkelblau würden ja nicht ausreichen, weil wir in den Kommunen unterschiedliche Bedingungen haben. Also in dieser Frage, ist denn diese blaue Plakette, wenn sie denn 4, 5, 6 Nuancen oder Farben hätte, um alle Möglichkeiten abzugreifen, ein geeignetes Mittel? Und die zweite Frage ist bei dem mildesten Mittel. Wir haben ja im Moment, es wurde von Herrn Kaiser schon angesprochen, die Möglichkeit, dass die Polizei kontrolliert. Und wenn sie kontrolliert, wenn sie das sinnvoll vernünftig macht, hält sie den gesamten Verkehr an, weil ich es ja im Moment nicht vorher sehen kann. Das heißt, auch derjenige oder diejenige, die eigentlich fahren dürfte, wird angehalten. Und diesen Aspekt im Zusammenhang mit der geäußerten Kritik, dass ja der Grundrechtseingriff der kurzzeitigen, wie wir gehört haben, Speicherung des Kennzeichens auch bei einem unschuldigen, sage ich mal, Fahrzeug im Verhältnis zu der jetzt schon erlaubten Anhalten und Kontrolle, also längerer Grundrechtseingriff, wie das zu dem Kriterium des mildesten Mittels steht. Danke. Vielen Dank. Als nächster Herr Luksic. Ja, vielen Dank. Ich halte es für bemerkenswert, dass wir hier ein Gesetzesvorhaben der Bundesregierung haben, das weder die Bundesländer noch die Städte und Kommunen wollen.
Und wir haben ja auch jetzt eben erfahren, dass das sei verfassungskonform reduziert auszulegen. Also da werden wir sehr viel ein Beschäftigungsprogramm für Juristen haben mit diesem Gesetzentwurf. Meine Frage ist, da es ja hier auch um eine bundeseinheitliche Auslegung am Ende des Tages geht und wir ja in allen betroffenen Kommunen und Zonen unterschiedliche Ausnahmeregelungen haben und die jetzigen Systeme uns ja schon zeigen, solche Systeme sind sehr fehleranfällig und es wird eine Reihe an falschen, positiven Treffern geben. Deswegen wäre meine Bitte, die Bundesregierung einzuschätzen, wie sie gewährleisten will, dass diese Fehleranfälligkeit hier nicht exorbitant hoch ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja, wir haben es ja eben gehört, bis zu 10% genehmigten Ausnahmen gibt, die von Kommune zu Kommune sich nochmal unterscheiden und das Problem der ausländischen Fahrzeuge, deren Abgleich bisher meines Erachtens völlig ungelöst ist und deswegen die Frage, wie das im Fahrzeugregister denn gemacht werden soll, ganz praktisch und was die Bundesregierung schätzt, welche Kosten dadurch den Kommunen entstehen, durch den Abgleich, der am Ende des Tages ja notwendig sein wird. Vielen Dank, Herr Lutze, bitte. Ja, vielen Dank. Nochmal eine Frage an den Herrn Engler. Jetzt ist von mehreren schon das Thema blaue Plakette gekommen. Sie haben vorhin relativ umfangreich auch über die Verhältnismäßigkeit gesprochen. Wie würden Sie Ihre vorherigen Ausführungen vor dem Hintergrund führen, dass wir im Bundestag zu dem Schluss kämen, dass bei Detailfragen mit verschiedenen Blautönen und so weiter, halte ich ehrlich gesagt für albern. Es müsste dann, wenn dann, eine blaue Plakette geben. Wie halten Sie da die Punkte, die Sie gesagt hatten, mit Verhältnismäßigkeit und so weiter, für gegeben? Wäre das aus juristischer Sicht eine Alternative? Und die zweite Frage an Sie, wäre Ihr Nachbar, der Kollege von dem Verband der Automobilverkäufer, hat ja eine vergleichbare Stellungnahme abgegeben wie Sie, kommt nur zu einem völlig anderen Erkenntnissen. Da würde mich mal Ihre Meinung dazu interessieren. Vielen Dank. Und als nächstes die Grünen. Herr Geibhaar, bitte wieder. Also vorneweg, die SPD hat ja Herrn Kiel schon befragt, deswegen stelle ich die gleiche Frage nicht nochmal, nur fürs Protokoll, damit mir da nicht irgendwelche Fragen angerechnet wurden, die ich nicht gestellt habe. Das kann man 21.30 alles nachschauen. Vernichtendes Urteil in der Summe, ne, auch das will ich mal kurz festgehalten haben. Ich würde deswegen aber Herrn Müller-Görner trotzdem mal bitten, seine Ausführungen da an der Stelle zu Ende zu bringen. Stichwort, welche Form, welche Anforderungen an die blaue Plakette da seitens des VCDs in die Waagschale geworfen werden, was als milderes Mittel, so könnte man es ja leicht formulieren, da vielleicht der Punkt sein kann, mit dem wir hier ein besseres Gesetz auf den Weg bringen würden. Und dann möchte ich Herrn Lang fragen. Das war ja auch eine spannende Einlassung. Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen wir keinerlei zweiwöchige Speicherfrist, um diesen Abgleich von dieses Gerätes, das Sie da beschrieben haben. Das wäre einfach nicht notwendig. Dieses Gerät, was Sie da beschreiben, dass es das ja schon gibt, was dann allerdings anscheinend ja mit vielen Registern Abgleiche vollziehen müsste, kann es das schon? Und zweitens, was kostet sowas? Vielen Dank, Herr Geibhaar. Damit kommen wir zur Beantwortung und ich bitte Herrn Dr. Schäpe auszuführen. Nee? Ach so, Professor Brenner, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will schauen, dass ich im Rahmen der Zeit bleibe. Herr Storr-Johann und Frau Lühmann, ich würde mir erlauben, Ihre beiden Fragen zusammenzufassen. Vielleicht eine kurze einleitende Bemerkung. Wir haben im Moment ja die Situation, die merkwürdige Situation, dass wir Fahrverbote verhängen oder verhängen werden, um die schlechte Luft in den Städten zu reduzieren. Sie wissen, dass es etliche Städte in Deutschland gibt, die von Fahrverboten, zonenbezogen, streckenbezogen betroffen sind. Das Merkwürdige an der Situation ist aber, dass wir im Grunde genommen keine wirksamen Kontrollmöglichkeiten haben, um die Luft in den Städten zu verbessern. Und es geht hier ja immerhin um den Grundrechtsschutz, Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes, Artikel 20a. Das sind die Normen, die dazu dienen, die Luft in den Städten reinzuhalten, von den europarechtlichen Vorgaben mal ganz abgesehen. Also der Ausgangsbefund ist der, wir haben eine schlechte Luft in vielen Städten, aber keine wirksame Möglichkeit, um die stinkenden Autos aus diesen Städten fernzuhalten oder zu kontrollieren, ob Euro 4 und Euro 5 Diesel in die Städte einfahren. Der Gesetzgeber schlägt jetzt vor, das Straßenverkehrsgesetz entsprechend zu ändern. Und ich halte diese Änderung auch in jeder Hinsicht für verfassungsgemäß. Ich frage Sie, wenn Sie den Gesetzentwurf durchschauen, was soll der Gesetzgeber denn eigentlich noch regeln, um auch datenschutzrechtlichen Bedenken Rechnung zu tragen?
Es sind, um stichwortartig nur die Punkte aufzuführen, es sind zahlreiche Vorgaben im Gesetzentwurf enthalten, die der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Rechnung tragen. Wir haben keine Überwachung ins Blaue hinein, das ist ein Aspekt, der vorhin angesprochen wurde, sondern im Gesetzentwurf steht ganz klar drin, dass diese Überwachung nur stattfinden darf zur Überwachung von Verkehrsverboten, von Einfahrverboten. Also keine, wie vorhin auch gesagt wurde, keine Überwachungsinfrastruktur soll hier installiert werden, sondern lediglich die stichprobenartige Überwachung der Einhaltung von Verkehrsverboten oder von Einfahrverboten. Also keine Überwachung ins Blaue hinein, der erste Punkt. Zweiter Punkt, wir brauchen immer einen konkreten Anlass. Auch das ist eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, die in dem Gesetzentwurf hinreichend beachtet ist. Nur die Städte, die von Fahrverboten betroffen sind oder sein können, können überhaupt diese Überwachungsmethode zur Anwendung bringen. Dritter Punkt, es geht nur um Stichproben. Es soll also keine flächendeckende Überwachung stattfinden, kein 1984 soll stattfinden, sondern lediglich stichprobenartig. Weiterer Gesichtspunkt mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit, die Kontrollen sollen offen stattfinden. Es geht also nicht um die Einführung einer geheimen Überwachungsmaschinerie, sondern die Bürger sollen erkennen, es wird einfach kontrolliert, ob das Fahrzeug legal in die Stadt fahren darf oder nicht. Und dagegen ist auch unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkt, meine ich, überhaupt nichts einzuwenden. Es soll ja auch ein abschreckender Moment da eingebaut sein, dass ich eben weiß, wenn ich unerlaubterweise mit einem alten Auto in die Innenstadt hineinfahre, dann wird das sanktioniert. Und das wollen wir ja gerade erreichen. Wir wollen ja gerade in den Städten diese 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luftgrenze einhalten. Also die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sind eigentlich alle eingehalten. Und deswegen frage ich mich, was soll denn um Gottes Willen der Gesetzgeber noch tun, um eine verfassungskonforme und den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entsprechende Ausgestaltung tun, um oder verwirklichen, um diese Fahrverbote wirksam kontrollieren zu können. Es ist noch gesagt worden und gefragt worden, das mildeste Mittel. Ist denn ein milderes Mittel erkennbar? Ich meine, nein. Wenn Sie sich vorstellen, wie eine Polizeikontrolle abläuft, dann ist das ja für Menschen durchaus gefährlich, und zwar sowohl für die Polizeibeamten, die kontrollieren, wie auch für die Verkehrsteilnehmer. Es muss einen Posten geben, der erstmal die Autos identifiziert. Dann muss der nächste Posten 200 Meter später die Autos herausziehen. Jetzt stellen Sie sich eine 4-5-spurige Einfahrstraße nach Stuttgart vor. Ganz außen ist möglicherweise ein Stinker, der muss jetzt über 4-5 Fahrbahnen ausgelenkt werden, um kontrolliert werden zu können. Also da sind die Polizeibeamten gefährdet, ist der Verkehrsfluss gefährdet, steigt die NOx-Belastung sicherlich an und wird nicht reduziert. Deswegen meine ich, ist eine solche manuelle Kontrolle kein wirksames und vor allem kein geringeres Mittel, weniger eingreifendes Mittel als diese stichprobenartig stattfindende Kontrolle, die im Gesetzentwurf jetzt vorgesehen ist. Und die blaue Plakette, auch das ist angesprochen worden, ist, meine ich, auch kein milderes Mittel, weil sie ja den Halter möglicherweise identifiziert, aber eben nicht den Fahrer, der einen solchen Verstoß begeht. Also das Anhalten, das war auch Ihre Frage, Frau Lühmann, das Anhalten, meine ich, und das Herauswinken eines Euro 4 Diesels ist sicherlich ein größerer Grundrechtseingriff, wie das Durchfahren und das Durchfahren können, wenn ich ein legales Euro 6 Auto benutze. Deswegen meine ich, kann auch mit Blick hierauf dem Gesetzentwurf nichts entgegengehalten werden. Der ist auch insoweit verhältnismäßig. Eine letzte Bemerkung. Und damit bin nein, ich auch keine letzte Bemerkung mehr, sondern ein Satz, erlauben Sie mir noch einen einzigen Satz. Sie müssen, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, bedenken, dass Sie hier nicht zu große Hürden aufbauen, denn beim autonomen Fahren, was auf uns zukommt, wird die Frage der Datensicherheit und der Datenverarbeitung ihr noch eine viel größere Rolle spielen als in diesem Kontext. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Brenner. Dann kommen wir zu Herrn Kaiser, bitte. Zum automatisierten Fahren würde ich gerne auch antworten, aber ich komme auf das zurück, was Herr Dr. Spanien mich fragte, wie wir uns zur blauen Plakette positionieren, beziehungsweise das noch weiter auszuführen. Wie ich eingangs erwähnte, ist für uns die Vermeidung von Fahrverboten essentiell. Und wir haben die Hoffnung, dass wir in Bälde gar nicht mehr über Fahrverbote sprechen müssen. Das zeigen uns die Möglichkeiten der Nachrüstung. Das zeigen uns zum Teil auch die Software-Updates. Und das zeigen uns insbesondere die jüngsten Ergebnisse des Bundesumweltamtes in Bezug auf die Luftqualitäten aus dem Jahre 2018.
So, und die Stadt Wiesbaden ist jüngst auch das beste Beispiel gewesen. Dort hat sich die Deutsche Umwelthilfe geeinigt mit der Stadt und hat gesagt, das, was dort auf die Beine gestellt wird, ist Benchmark und damit können die entsprechenden Fahrverbote auch vermieden werden. Wir persönlich glauben, dass, und das ist jetzt mehrfach angesprochen worden, eine blaue Plakette, was die Überprüfbarkeit angeht, mit Schwierigkeiten verbunden ist. Denn Sie können letztendlich nur den ruhenden Verkehr überprüfen. Das bindet Personal. Ich zitiere nochmal die Deutsche Polizeigewerkschaft, die sagt, man verfüge oftmals nicht mal mehr über die Ressourcen, allgemeine Verkehrsbeschränkungen durchzuführen. Das würde natürlich hier potenziert werden mit den blauen Plaketten. Und die Anhaltekontrollen würden auch zu Schwierigkeiten im Verkehrsfluss führen und möglicherweise dann auch zu Staus führen, die wiederum zu einem, zu einer erhöhten und einer zusätzlichen Umweltbelastung führen könnten, sodass wir das eigentliche Ziel ad absurdum führen. Und Herr Professor Brenner hat es gerade auch noch mal gesagt, eine blaue Plakette beziehungsweise die Überwachung von Fahrverboten bedingt eine Fahrerhaftung und die können wir in dieser Form jedenfalls nicht mit der notwendigen Effizienz bei einer blauen Plakette nicht erkennen, denn wir sehen kein milderes Mittel, den fließenden Verkehr in dieser Hinsicht zu überprüfen, als in der Form, die hier im Gesetzentwurf vorgeschlagen wurde. Ja, vielen Dank, Herr Kaiser. Sie haben schon etwas vorgemacht, was wir jetzt leider umsetzen müssen, und zwar, dass wir nur noch 3 Minuten Zeit haben. Wir schaffen es sonst einfach nicht. Wir müssen, um 13 Uhr beginnt das Plenum. Das ist sozusagen keine Bösartigkeit von mir, sondern einfach der Situation geschuldet. Herr Dr. Schäpe, bitte. War keine Frage von Frau Lühmann? Nein. Ah, okay. Dann jetzt die Bundesregierung. Da muss ich den Kollegen Bilger entschuldigen, der muss ins Obleutegespräch vom digitalen Ausschuss und der Herr Ferlemann ist schon im Plenum. Deswegen Herr Mentwig, bitte. Genau, vielen Dank. Es waren ja 2 Fragen an die Bundesregierung gerichtet. Zum einen zur Thematik der Fehlerhaftigkeit solcher Geräte. Muss man natürlich vorweg schicken, dass solche konkreten Geräte im konkreten Fall ja noch nicht im Einsatz sind, weil die Ermächtigungsgrundlage noch nicht vorliegt. Die ist ja erst im Werden. Von daher können wir auf konkrete Erfahrungen in dem konkreten Fall eben nicht zurückgreifen. Wir wissen ja aber wohl, dass in Sachen der Maut ähnliche Geräte, wir haben es ja auch von einem Sachverständigen Herrn Lang auch gehört, Geräte zur Kennzeichenerfassung im Einsatz sind und sich da bewähren. Von daher kann man dort auf gewisse Erfahrungen zurückgreifen. Der letztliche Einsatz in der Praxis soll ja so wie auch im Gesetzentwurf angelegt auch nicht flächendeckend, sondern punktuell stichprobenartig erfolgen und manuelle Kontrollen weiterhin ermöglichen. Das bringt mich auch zur zweiten Frage hinsichtlich ausländischer Kfz-Kennzeichen, also Fahrzeuge, die im Ausland, zum Beispiel in Frankreich, zugelassen sind und selbstverständlich nicht im deutschen Register, im ZFZR, auftauchen. Das ist ein allgemeines Problem, was wir natürlich generell haben, auch in dem Fall. Und in dem Fall muss man natürlich sagen, dass die Bundesregierung davon ausgeht, allein diese Möglichkeit zu schaffen, auch durch den elektronischen Abruf im Register hier eine Möglichkeit den Kommunen an die Hand zu geben, effektiv entsprechende Verbote zu kontrollieren, dass, wie ich schon sagte, nach wie vor manuelle Kontrollen im fließenden Verkehr weiterhin möglich und auch sicherlich angezeigt sind. Ganz konkret in diesem Fall davon Gebrauch machen will heißen, dass sie gezielt in der Kontrolle, in der Überprüfung eben solcher Verbote auf ihr Personal zugreifen kann und die konkret gezielt einsetzt, eben um Fahrzeuge, die ein ausländisches Kennzeichen führen, dahingehend zu kontrollieren. Ja, vielen Dank. Als nächster Herrn Engler, bitte. Ja, Herr Lütze, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dann erbeten Sie noch mal eine kleine Konkretisierung zur blauen Plakette und zur Verhältnismäßigkeit. Aufgrund der Kürze der Zeit, ganz kurz zur blauen Plakette, es deutet aktuell jedenfalls alles darauf hin, dass wenn Fahrzeuge mit der blauen Plakette ausgerüstet, aufgrund einer Hardware-Nachrüstung, dass wir das Problem tatsächlich nicht hätten, sodass sich die Notwendigkeit für Fahrverbote und damit auch die Notwendigkeit der Kontrolle nicht ergäbe. Und deswegen meine Ergänzung zu Herrn Brenner ist insofern, dass darauf abzustellen, dass die manuelle Kontrolle von Fahrzeugen auf diese blaue Plakette hin
Brenner, richtig, genau. Auf diese blaue Plakette hin, dazu, bei Ihrer Ansicht nach, dazu führt, dass das ein größerer Eingriff in die Handlungsfreiheit war. Das mag richtig sein, aber wir reden nicht über Eingriffe in die Handlungsfreiheit, wir reden über Eingriffe in das Datenschutzgrundrecht. Und das Bundesverfassungsgericht hat dazu klar gesagt, dass es mit unserer Gesellschaftsordnung nicht vereinbar ist, wenn die Menschen nicht wissen, wer was wann über sie weiß. Um diesen Eingriff geht es. Und der geht mit einer automatisierten Datenverarbeitung einher und der wird auch nicht vermieden dadurch, dass man nur, der bleibt eben bestehen durch diese Wachen. Und die Möglichkeit, die das jetzt vorsieht aktuell, ist eben auch, dass solche Brücken gebaut werden. Die werden zwar nicht ständig aktiv sein, genauso wie bei den Mautbrücken nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz, sie werden aber dort vorhanden sein und sorgen aufgrund ihrer Existenz schlicht für einen Überwachungsdruck. Das heißt, ob die Kamera an ist, werde ich nicht sehen. Und da möchte ich dann doch auch nochmal mir erlauben, aufs Deutliche einem Ansinnen von Herrn Brenner zu widersprechen, der in seiner Stellungnahme empfiehlt, eine begriffliche Änderung vorzunehmen von Überwachung hin zu reiner Überprüfung. Genau diese sprachliche, ich sag mal, Anpassung führt nämlich dazu, dass sie es erleichtern, in Zukunft im Rahmen des politischen Prozesses Zweckänderungen weniger intensiv wirken zu lassen. Und das ist genau das, was ich zur Verhältnismäßigkeit ergänzen wollen würde, dass es nicht auf die Nutzung im konkreten Fall ankommt, sondern auf die Existenz dieser Überwachungsmöglichkeiten. Und das Gesetz sieht, so sehr Sie das jetzt versuchen, reduzierend in der Praxis darzustellen, sieht derzeit noch den Aufbau stationärer Anlagen vor, sieht derzeit auch noch die Existenz dieser Brücken vor. Und das sind Dinge, die strukturelle Bedeutung haben und die nicht auf den Einzelfall begrenzt geprüft werden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Engeler. Hier darf ja immer noch jeder sagen, was er will. So, und wir kommen zu Herrn Lang nochmal. Also ich möchte nochmal kurz auf die Frage vom Herrn Gelbhaar eingehen. Und zwar, Herr Gelbhaar, es ist so, dass auch hier sprechen wir von einer Fallerstellung. Ja, das heißt, also das, was ich vorhin erklärt habe, ist die Erstellung eines Falls. Dieser Fall muss natürlich dann übertragen werden in ein Backoffice und im Backoffice passiert dann die eigentliche Ahndung. Und dann befinden wir uns im OWI-Verfahren und da laufen natürlich die Fristen wieder. Wo vorsieht, braucht, um da das Bild des Fahrers zum Beispiel 2 Wochen lang speichern zu müssen, das... Ja, ich glaube mal, wenn das ins OWI-Verfahren geht, dann brauchen Sie das. Das müssen Sie ja im OWI-Verfahren so lange vorhalten, bis das Verfahren dann durch ist. Ja. So, also jetzt hat der Herr Lang als Einziger hier das Wort. So. Gut, also wie gesagt, es ist so, das geht ins OWI-Verfahren und dann laufen die Fristen, die aus dem OWI-Verfahren bekannt sind und so lange müssen Sie die Daten natürlich auch vorhalten im OWI-Verfahren. Ihre zweite Frage zu den Kosten tue ich mir jetzt schwer, aber ich stelle jetzt einfach mal ca. 50.000 Euro im Raum, was so eine Anlage kosten würde. Okay, vielen Dank. Und als letzter, Herr Müller-Grönert. Ja, worum geht es eigentlich? Es geht ja darum, dass man Fahrzeuge ausschließt, die einen hohen Schadstoffausstoß haben. Und mit den Plaketten kann man die eindeutig kennzeichnen und damit auch Anreize schaffen, dass eben die Leute auch saubere Fahrzeuge kaufen oder auch nachrüsten. Und durch die Nachrüstung wird eben dafür gesorgt, dass eben die auch eine bessere Plakette erhalten. Insofern ist da schon ein gewisser Druck da und ein Anreiz. Und das ist ja auch das Ziel. Wir wollen ja saubere Luft haben. Insofern hat man hier ein einfaches, effizientes Mittel, das man auch gut kontrollieren kann, ob die Fahrzeuge eben die Bedingungen einhalten oder nicht. Und es setzt eben diese Anreize besser. Und klar, wir sind auch für die Vermeidung von Fahrverboten, aber letztendlich ist es nun mal so, wie die Luft muss sauber werden. Und wenn alle anderen Maßnahmen nicht reichen, in Wiesbaden hat es gereicht, das haben wir auch mit unterstützt, das ist ja auch wichtig, deswegen können es immer nur die letzten Mittel sein. Aber klar ist, wenn ein Fahrverbot da ist, dann muss es auch irgendwie kontrolliert werden und eingehalten werden. Und es ging immer noch mal darum, es bindet Personal. Also ich denke mal, es ist wesentlich einfacher zu kontrollieren, ob ein Fahrzeug diese Plakette hat oder ob ich das erstmal über mehrere Register abgleichen muss, ob ist das Fahrzeug tatsächlich da berechtigt zu fahren oder nicht. Also insofern ist das jetzt kein Argument dafür. Zumal es jetzt auch schon möglich ist, die Fahrzeuge im ruhenden Verkehr zu kontrollieren und auf die Einhaltung der Plakette zu überprüfen. Das wurde auch 2009 schon so geregelt. Es ist im Bußgeldkatalog auch entsprechend klargestellt. Da geht es um die Teilnahme am Verkehr und dazu gehört auch das Parken. Und noch der letzte Satz. Es ging ja darum, was ich eben sagen wollte noch.
dass der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber auch sagte, ich zitiere ihn hier, grundsätzlich hält er die Verhältnismäßigkeit der geplanten Maßnahme für sehr zweifelhaft. Weniger belastende Maßnahmen wie beispielsweise eine blaue Plakette erscheinen ihm aus dieser Sicht grundsätzlich vorzugswürdig. Ja, vielen Dank, Herr Müller-Görnert. Ich möchte Ihnen allen ganz herzlich danken im Namen von dem Ausschuss, dass Sie heute hier waren, dass Sie uns in so einer kurzen Zeit dann auch so viele gute Inputs gegeben haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag noch in Berlin oder auch in Nachhauseweg und schließe die Sitzung bis zum nächsten Mal.